Hast du die Fluidax noch? Argus. Was? Fluidax? Habe ich nie bekommen. Doch, du hast Fluidax. OPEC Fluidax für eine Quest, soweit ich mich richtig erinnere. Nee. Ich habe die gebraucht, weil ich gef also ich habe gefragt, ob die wer hat. Ja, ich habe sie dir gegeben, soweit ich mich erinnere. Echt? Ja. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Vielleicht habe ich es auch einfach wieder in irgendeine Chest rein. Mal schauen. Ah, dann kann ich jetzt, nee, warte. Obsidian können wir noch gar nicht wieder abbauen, ne? Mist. Was kann ich denn sonst da hinstellen? Nämlich TNT. Was? Was? Nein, mein TNT. Ich Kriegst du brauche nicht. nur eins zum Draufschlagen, ich werde es nicht entzünden. Grrr. Ich muss mit dem Hammer draufschlagen, um Sachen zu kriegen. Wieder kriegt man Sachen drauf. Ich lese es einfach. Ja, ich brauche ja für Songcraft die ganzen Shards, also die, ne? Die. Ach Und so, ja. da wir hier die Droppers nicht haben, ist es hier. Blocks to Hits, ah, Obsidian, TNT, Ice, Grass, Sandstone, bla bla bla. To produce shards at an admittedly rather small drop rate. Wie nett. Und danach kriegt man noch ein paar Stone. Ja, okay. Also, ja. Weil ich meine, ich überlege halt, draufhauen, heißt das abbauen oder nur draufhauen? Hit. Weiß ich nicht. Ich denke schon abbauen. Da steht ja nur Hit und nicht Break. Naja. Magnet. Hast du den Vakuum Ding Nein, noch gebaut? Noch nicht. nicht. Okay. Wir brauchen noch eine Enderperle dafür. Nebenbei. Wenn ich TNT mit dem Hammer haue, geht das TNT kaputt. Komplett. Weg. Ich hab den TNT zerstört. Wieso? Dann in den Sandstein. Wir haben keinen Sandstein. Kannst du aber machen. Dauert aber so ewig. Kostet aber nicht so viel wie TNT. Außerdem brauchst du dafür so oder so Sand. Ob du jetzt 4 Sand nimmst oder 4 Sand und 5 Gunpowder. Ich kann einfach einen Obsidianblock hinstellen und abbauen. Oder so. Mach ich jetzt auch, mir ist scheißegal. Hat irgendwer eine Präferenz dafür, wo wir die Automatisation-Sachen hinpacken? Auf die Plattform am besten. Wie? Atomisiert? Energie. Ach so, ja, vielleicht in den Plattform machen eben. Oder anbinden. Dann packe ich's bei die Hühner. Das ist wohl deine Standardantwort jetzt, wa? Neuerdings, ja. Ah, wo tun wir uns hin? Ach, zu den Hühnern. Wo? Ach so, stimmt. Du hast ja so ein Spawn-Egg gemacht. Was? Hey, Si Simon. Aha. Da sind Küken. Kindermörder. Also für einen Ball of Moss hätten wir jetzt genügend. Wie schaut das mit der Pfanne aus? Die hat noch ein paar Schläge und die will ich auch noch ausnutzen. Obsidian kann ich ja mit dem Steinhammer gar nicht abbauen, deswegen ist es klar, dass draufhauen genügt. Vielleicht brauchst du dafür einen Dia-Hammer. Gibt's ja auch. Da steht ja auch nur Hit und nicht Destroy. Oder, naja, abbauen halt. Steht da auch nicht. Lol. Ich dachte, man kann Obsidian. Ach klar, kann man das, klar. Du kannst ja Obsidian mit allem abbauen, wenn du dann drauf haust. Na, mit Fäusten nicht. So, die große Frage, klappt das so?
Hast du so einen Hammer da? So einen. Ich hab einen Hammer, ja. Nee, nee, so einen. Wie heißt der Crescent-Hammer oder so? Ach so, das, ne? Damit kannst du die Ausgänge und Eingänge nämlich steuern. Also umstellen. Moment mal, haben wir nicht eventuell schon? Wir haben keine einzige Shard, meine Fresse, ehrlich. Also, Obsidian, TNT, Ice, Grass, Sandstone, Slabs, Netherrack. Ja. Wir brauchen echt einen Autonomous Activator für. Und ein paar Hopper. Ich bezweifle aber, dass man mit Hoppern das in die Crystal reinbekommt, oder? Wie, in die Crucible? Hier, Cobblestone in die Crucible rein. In die Crucible? Ja. Ach so, in die, ja, bekommt man. Ja, okay, weil direkt geht's nicht, mit Item Lux geht's auch nicht. Mit Hopper geht's von oben. Von oben, okay. Dann hol mal bitte einen Hopper. Ich hab ja. Wie? Wir haben so wenig Eisen. Ja, aber ja, da ja, ist ja, zum Beispiel ja, einer ja, hier ja. Bei den Kisten. Oder so, danke. Ich versuche mal ganz kurz ohne. Da ich ja nicht mit Sandstein arbeiten darf, sondern mit Sandstone Slabs arbeiten muss. Oder, ach komm, baue ich nachher direkt bei. Wenn du meinst, dass es klappt, dann wird es wohl schon stimmen. Das ist schon echt teuer, vielen Dank. Ja, also Sandstone Slabs? Ja, mit denen muss ich eben arbeiten. Das mehr wollte ich nicht gesagt haben. Dann doppelt nehmen und dann da drauf schlagen. Ich glaube, ich schlage gleich einfach mal nach, ob ich die zerstören muss oder nur draufhauen. Okay, es scheint zu funktionieren. Gut. Das raus, pumpen. Geht das aus den Seiten oder muss das von unten sein? Ich schätze von unten. Weil unten ist die Fackel. Da hast du auch wieder recht. Oder ich ziehe es raus. Das geht natürlich auch. Brauchen wieder Eisen für. Ich würde eh erstmal den Prozess von Eisenherstellung und so automatisieren, bevor wir irgendwie anfangen, die Late-Game-Crucibles aufzustellen. Ja, wir brauchen halt Energie. Da kümmere ich mich momentan drum. Oder versuch's zumindest. Ja, was wir brauchen, ist so ein Autonomous. Ja, und für den brauchen wir Diamanten. Wo wir die herbekommen, keine Ahnung. Die kriegst du auch aus, aus Gravel. Scrabble. Ja, ja, nur gefunden. Ganz selten. Okay. Da habe ich einen Singleplayer gefunden. Ja, einen, wir brauchen zwei. Diamond Shard. Na ja, okay, der braucht mal Diamond Bee. Aber wenn das nicht geht, haben wir sonst irgendwas. Lord Altar. Gibt's da nicht wieder irgendeinen Weg über Kohle daran zu kommen oder so? Ja, über Nesselcraft. Aber da brauchen wir auch wieder unglaubliche Mengen Energie für.
Ja, das heißt, wir machen jetzt alle Hämmer und kloppen so lang Gravel dadurch, bis wir Diamanten haben. Oder wie? Anders geht's, glaube ich, gar nicht. Na. Ansonsten machen wir es halt momentan halb manuell. Das heißt, dass man Lava von A nach B bringen muss mit dem Eimer. Invar. Geh mal wieder mit deinem Ding vorbei. Ja, soll ich vielleicht noch machen. Einmal durchsaugen. Was ist das jetzt? Was denn? Von Frank. Ach so, Salat. Genau. Ich mache jetzt auf jeder Ebene was anderes. Okay. Wenn du das organisierst, sage ich da nichts gegen. Natürlich. Wo war ich in Bar genau? Ach was. Holden Invar kommt aus, ja. Ach, so ein Pulverizer wäre jetzt schon geil. Nickel und Eisen. Das wäre optimal jetzt. Der dir dann Gravel dann klein macht. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Nachricht des Tages, ihr werdet es kaum glauben, wir brauchen mehr Eisen. Was? Wirklich? Ja. Krass. Ich habe gelernt, erstens, man muss die Blöcke zerstören. Und zweitens, man muss jeden dieser Blöcke zerstören. Ich habe aber eine Airshard gekriegt gerade. Gut. Das heißt, du hast schon mal die halbe Miete. Ich habe ein Sechstel der Miete. Nee, das braucht jetzt hier nach Ex Nihilo nur zwei. Ist schön, wieso? Ne? Weil es so verdammt schwer ist, die Dinger zu bekommen. Mit also ich sehe hier gerade 6. Wo steht, dass man nur 2 braucht? In NEI. Wofür denn? Fürs Thermometer. Das Thermometer brauche ich nicht, ich bin beim nächsten Quest-Item dran. Ach so. Geischarts nämlich. Gut. Aber Water Shard kann man gar nicht kriegen, weil wir dafür Eis brauchen. Können wir schon. Das ist Glacial Precipitate oder so. Stimmt. Aber der braucht Energie. Ja, die haben wir ja bald. Ja. Und zwar naja, schnell, wenn mir wer helfen könnte. Zum Beispiel, ansonsten laufe ich gerade mal. Gravel mal durch das Sieb drückt. Ja, ich habe mir gerade schon einen Hammer gemacht. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht nicht irgendwo einfach ein Tundra-Biom in der Nähe haben oder so. Ein Eisbiom. River, Plains, Desert. Müsste, glaube ich, über die Map sehen können. River. Stimmt, es gibt bestimmt so einen Mode für die Map. Biomes. On. Ja, wird mir aber nicht angezeigt. Ach, Biome Overlay on. Ah, okay. Wie gesagt, wenn man den Gravel mal sieben könnte, das wäre voll toll. Ja, ich bin dabei. Wir müssen gerade rauszufinden, welche Farbe denn Eis ist. Blau? Ja, wahrscheinlich dieser Blauton hier. So, erstmal ist der Kabel nach oben gemacht und jetzt Gravel. Dann bin ich ja fast beim Eis, muss ich mal nachschauen. Baue ich mich mal hier ein bisschen lang.
Das ist Magical Forest Biome, das ist nicht Eis. Ja. Mein Magical Forest ist auch nett, aber es bringt mir nichts. Noch nicht. Doom ist set, okay. Ne, wir haben einfach echt kein Eisbiom in der Nähe. Ja, dann geht das so erstmal nicht. Schade. Das ist in der Tat sehr schade. Dein Inventar scheint übrigens voll zu sein. Ja. Bin ich ein Inventar. Auch gut, ich brauche nur das Eisen. Ja, das Eisen sammle ich aber gerade auf. Wie viel? Eins bis jetzt. Boah. Okay, Marcus, was für einen Erfolg hast du bisher gehabt? Aber zwei Eisen liegen hier auch drin, also. Und acht Nuggets liegen hier auch noch drin, also. Ich habe mir gerade eins der Gravel gemacht. Okay. Den muss ich jetzt nur noch schön durchdrücken. Warum ist in dem Zauberstab denn... Ich hab Wasser und Feuer drin. Ich meine, bei mir ist alles dran. Echt? Jo, da. Lol. Ach so, das ist der Zauberstab, den ich selber gemacht habe. Hä? Nö, das ist der, der aus der Quest gekommen ist. Ja. Spambot for the win. Ja. Lass mal gucken, wie schnell siebst denn du? Ja, freihändig. Also schneller nicht, aber ich freihändig. Siebst sogar langsamer. Oh, ein Villager-Zombie. Schaff den ja von mir weg, ich will nicht weggucken. Binne, wo bist du hin? Da. Pen of Destiny. Meine Fackel weggeschlagen hier hinten. Ein Diamant habe ich bis jetzt. Wow. Das ist gut, ich brauche vorwiegend Eisen. Eisen habe ich 9. Das ist gut. Ich schmeiß mal in die Kiste da auch vorne. Okay. Auf 14, ich brauche 7 Nickel. Dann haben wir Invar. Für eine Engine, glaube ich, muss das reichen. Also Nickel hatte ich auch noch. Naja, ist gut, ich hab genug Nickel. Mit dem Diamant mache ich mir jetzt ein Backpack. Nee. Oh, das wäre fies. Ding nehmen wir entweder für einen Autonomous Activator oder für dieses Blutritual-Ding da. Blatt oder ich horte ihn so lange, bis wir den zweiten haben, dann mache ich daraus eine Ho. Ho. Was? Irgendwas Sinnvolles muss ich doch draus machen. Ja. Wir brauchen nicht mal eine Ho. Wir haben doch schon einen, die nicht mehr kaputt geht. Siehste?
Ich würde Diamantstiefel draus machen. Aus zwei Stück. Aus vier, dann logischerweise. Müssen wir halt noch ein bisschen warten. Und nochmal vier Iron. Thank you.